Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valheim. Und heute werden wir uns endlich diese verdammten 2-Sterne-Asken holen. Ich hoffe es zumindest. Und ich glaube, ich werde das ab jetzt so machen, wie wir das damals gemacht hatten mit den Wölfen, dass ich das immer vorspule und nur wenn ich dann auch auf ein 2-Sterne-Vieh treffe, sozusagen dann das Vorspul beende, ne? Damit das hier mal ein bisschen schneller geht. Ich weiß, das frisst zwar für mich mehr Zeit, aber ich will unbedingt diesen 2-Sterne-Aspen haben und jetzt jede Nacht loszuziehen. Ich merke auch, das ist ein bisschen unsatisfying zu gucken, weil es so übel dunkel ist und man sowieso nichts sieht. Deswegen werden wir das ab jetzt so machen. Und die restliche Zeit werden wir weiter erkunden, dachte ich mir. Ich habe tatsächlich mir auch keine Sachen aufgeschrieben für heute. Oh, Flauschi. Wollen wir Flauschi da rausholen? Ich habe auch überlegt, diesen hier. Das können wir mal eben machen. Komm, ich habe eine Idee, wie wir das lösen. Eigentlich genauso, wie es jetzt momentan ist, ist es gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, ich mache es einfach eine. Also diese eine Stufe ist ja ein bisschen zu weit oben, ne? Und ich glaube, da klemmt er fest. Ja, ich glaube, er klemmt bei der fest. Wenn wir die weit genug runter machen, dass er vorbei kann. Ah! Na klar, das sind ja 2 einzelne. Stimmt. Wenn ich den wegmache, kommt er auch vorbei. Sehr gut. Ach ja, na klar. Ich muss natürlich auch... Ich habe jetzt hier den normalen Stein mitgenommen. Ich mache mal so und versuche mal... Moment, Moment, Moment. Ich nehme mal den hier und irgendwie so dran. An dem aber. Und dann irgendwie oben dran oder so. Mal gucken. So zum Beispiel ginge. Mache ich mal. Ach nee, so kann ich keinen anderen setzen. Moment. Dann mache ich nochmal. Na komm schon, gib mir einen Anknüpfpunkt. So ist besser, ne? Ja, so. Dann kann ich nämlich den hier entfernen. So. Und jetzt mache ich ohne Anknüpfpunkt Auto. So. Und den ein Stück nach unten. So. Und vielleicht ein Stück nach da. So zum Beispiel. Dann den wieder weg. Und dann die Trap. Diese hier. Unten 1. Unten 2. Oben 1. Oben 2. So. Ne? Und dann kommt er da, glaube ich, vorbei. Ich hoffe es. Ein Plan. Auto geht wahrscheinlich nicht. Ich muss dann wahrscheinlich das hier nehmen. Ja. So. Und wenn ich jetzt hier auf die Stufen... Oh. Oh, nö. Komm schon. Echt jetzt? Okay, Moment mal. Aber wenn ich mich hierauf stelle, sollte das... Oh, Moment. Wenn ich mich hierauf stelle, geht's, ne? Und so. Und dann komme ich auch oben dran. Nee, komme ich nicht. Nee, das ist doof. Dann muss ich es noch ein Stück nach vorne ziehen, glaube ich. Moment. Ich probiere nochmal. Moment. Den hier mache ich nochmal weg. Und dann bapp ich an den hier an. So, den nochmal weg. Und dann den ein kleines Stückchen höher. So. Ja, und dann irgendwie hier vorne müsste ich dann... Da könnte ich so eine Stufe ranmachen. Stimmt. Machen wir es so. Aber auf jeden Fall hier erstmal höher. Ach ja, Moment. Ein Stück nach vorne. Damit ich auf die letzte Stufe kann. So zum Beispiel. Nochmal probieren. Schauen, ob das klappt. Oben 1. Zack. Den weg. Und oben 2. Zack. So. Klar, hier kommen wir, huch, immer noch nicht drauf. Aber wenn ich jetzt hier hochgehe, kommen wir an die Truhe. Perfekt. Dann hole ich mal kurz schwarzen Marmor und mache das mal auch eben. Das sollte ja recht fix gehen, hoffe ich mal. Hier. David. Und diese hier machen wir dann einfach so, wie wir das hier gemacht haben, ne? Wobei wir theoretisch sogar die ganze... Kante nehmen könnten. Nee, mach mal. Ja, so. Aber... So, ne? Ja, dann ist es da aber nicht abgeschlossen. Das will ich nicht.
Ich mach nochmal so. Hoffe, dass sie nicht ineinander sind. Sind sie zwar, aber das sieht man kaum. Hauptsache, es zittert nicht. Nee, zittert nichts. Gut. Und dann nochmal unten innen eins. Oben eins. So. Ne? Oh, ich dachte gerade, was ist das hier für ein Geräusch? Aber das war das hier. Gut. Eider ist fertig. Und was hier? Ist auch fertig. Hör damit. Dann schmeiß ich mal. Längeres Alter. Ja. So. Why not? Dann ab nach oben und den ganzen Krempel wieder reingeschmissen. Ja, Flauschi ist jetzt erstmal raus hier, ne? Der hat wahrscheinlich jetzt erstmal keinen Bock mehr auf den Keller. Gehe ich mal stark von aus. So. Und so. Und Magic. Hier rein. Ja, das ist doch mal ordentlich. Und wir holen uns erstmal direkt Harz, oder? Weichgewebe hätten wir sogar noch auf Tasche. Ich lasse das aber jetzt erstmal, weil wir haben ja genug Refined Idol vorbereitet. Ich werde aber trotzdem erstmal unser Standardprozedere abgehen. Wie spät haben wir es eigentlich? Noch morgens, ne? Ja, sehr gut. Ja, dann erstmal Nebellandebase. Sehr gut. So, so, so. Oh, stimmt. Wir können sowohl gelbe als auch blaue Pilze anbauen. Das mache ich fix. Aber zuerst nochmal zu den Trauben. So. Was haben wir hier? Loaded. Na los. Ich will hier nicht wieder ewig hängen. Kann mal Unkraut jäten. Bringt aber überhaupt nichts. Spawnt sowieso wieder nach. Ja. Und hier weiß ich nicht genau. Da bin ich mir auch immer unsicher, weil ich glaube, wir machen das ja auch immer häufig, bevor wir die Aufnahme beenden. Ob das hier jetzt völlig überflüssig ist, hier schon herzukommen. Also viel zu früh ist. Sieht ganz danach aus, ne? 5. 4. Oh, aha. Gut, ich habe nichts gesagt. Es braucht einfach wieder einen Moment. Keine Ahnung mit den Trauben. Aber immer wenn eine kommt, habe ich die Hoffnung, dass danach noch andere kommen werden. Ich weiß es nicht. Da, ne? Das meine ich. Na gut. Ja, aber irgendwie ist mir das zu wenig. Ich glaube, ich warte noch einen Moment, ne? Ja, komm, weg hier. So, und das Zeug kann ich auch direkt wegbringen. Denn dann würde ich sagen, holen wir uns auch gleich die Dingens. Ach ja, Holz hatte ich auch. Hier rein. Und hier rein. Und dann holen wir uns gleich die Pilze und können die ebenfalls anbauen. Dann kann das ja schon mal weiter reifen. 1, 2, 3. Ja, theoretisch. Ja, wir brauchen es jetzt eigentlich auch zum Kochen. Ich nehme mal einen ganzen Stack. Das verdreifacht sich ja. Und die hier auch. So, das sollte, glaube ich, reichen. Werkzeuge, das und das, anziehen und die hier. So, sehr gut. Ja, dann hoffen wir mal, dass uns nichts angreift, war. Oh, Eider erforderlich. Da ballere ich mir mal das und das. Da hätte ich eigentlich nur eins nehmen können, passt schon. Egal. So, und nochmal hindurch. Hervorragend. Und dann mache ich mal den hier. Gelber Pilz, warum auch nicht. Und let's go. Ich glaube, das geht ja auch recht fix. Sind ja nur anderthalb Stacks. Und ich glaube, ich sollte hier mehr Platz lassen, ne? Wobei, glaube ich, die gelben Pilze, wenn ich mich recht entsinne, dichter aneinander sein können als die blauen. Aber ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber sowieso völlig egal. Wir haben noch mehr als genug Platz. Maximale Gönnung, wa? So. Hier noch ein. Sogar hier bis zum Rand. Ah, nee. Ah, ja. Na klar. Der hier wird sterben. Weil da der Felsen ist. Da muss ich aufpassen. Könnte ich theoretisch wegbrechen, aber das sieht immer so unschön aus. Ja, da, der ist jetzt. Dann ist halt ein Pilz verschütt gegangen. What should it? So. Und das war's. Und nochmal die blauen. So. Dann kann das hier nämlich schön alles ready wachsen und wenn wir dann hier nachher am Ende der Aufnahme nochmal herkommen, um Harz zu holen, sollte das hier auch alles reif sein. Reif. Das klingt irgendwie komisch, wenn man das beim Pilz sagt, ne? Aber genau genommen ist der ja auch reif, oder? Ich meine, ein Pilz ist ja keine Pflanze. Aber reif ist ja ein Pilz trotzdem, oder? Na okay, genau genommen nennt man es ja auch bei Tieren
reif. Man sagt ja auch da geschlechtsreif. Also, es bezieht sich ja nicht einzig und allein auf Pflanzen, sondern auf Lebewesen, glaube ich. Keine Ahnung. Das war ein Gjallgeräusch. Ganz, ganz leise hat es gebrummelt irgendwo. Ich glaube, der ist sehr weit weg. Dann bleib auch weit weg, bitte. So, wie viele haben wir denn noch? Oh, oh. Ah, das war's. Gut. Hervorragend. Ja, dann haben wir das auch. Dann kann ich hier nochmal auslernen. Es sind nämlich wieder 4 drin. 5. Sehr gut. Ah, aber jetzt sind die Wurzeln... Ja, okay. Das war jetzt unklug. Weil wenn wir jetzt weggehen, laden die sich nicht auf. Ne? Man sieht auch, dass da kein Effekt ist. Ne? Weil die jetzt leer sind. Egal. So, hervorragend. Dann würde ich sagen, nach unten. Das Ding repariert. So. Dann hier nochmal das Harz hinein. So. Zack. Ja, sehr gut. Brauchen wir jetzt ja eigentlich vor allem nur noch zum Kochen, ne? Also Refined Eiter haben wir jetzt auf Halde. Das würde ich auch erstmal so lassen. Könnt natürlich noch mehr herstellen, weil wir haben auch noch theoretisch das Weichgewebe dafür. Aber ich glaube, ich lasse das mal bleiben. So, und dann würde ich sagen, wir gehen wieder in die Mistlands. Huch. Hm, ja, lasse ich die Krone da? Ja, ne? Ich lasse die Krone da. So. Haben wir mehr Platz im Inventar nämlich. Und ich guck mal auf die Uhr. Obwohl, wir haben schon Nachmittag. Ja, dann können wir, glaube ich, ein Stück weiterreisen. Und sobald die Nachtmusik kommt oder sobald es zu dunkel wird, verziehen wir uns. Und ich mache dann die Aspenjagd. Das würde ich dann, wie gesagt, vorspulen. Aber erst einmal hier durch. So, hier waren wir. Bei der Zwergenbase. Natürlich. Wieder schön ausgeräuchert. So, mit dem Stuff. Ja, das ist Müll, den brauche ich nicht. Hier liegt wahrscheinlich immer noch Krempel rum, aber so sei es. Wir könnten hier die restliche Küste und dann hier so einen Schlenker machen. Ja, ich gehe mal da so lang. Wir haben schwarzen Marmor aufgesammelt, den will ich nicht. Energieschild, oh oh. So, jetzt fühle ich mich sicher. Und ich glaube, wir sollten ein Stück weiter zur Küste gehen, ne? Oh. Eine freie Stelle, da sollte ich mich natürlich umsehen. Also falls wir Schädel sehen oder so, ich weiß, ich habe gerade gesagt, wir haben Weichgewebe, lasse ich trotzdem nicht zurück, ne? Das sind so seltene und wertvolle Ressourcen, die werde ich definitiv nicht zurücklassen. Und auch Zwergenbases, da habe ich mir überlegt, können wir eigentlich immer mal gucken, ob überhaupt genug Kisten da sind. Dass ich zum Beispiel, ich habe mir überlegt, wenn da nur eine Kiste ist oder, oh, ein Troll, sag mal, dreist. Wenn nur eine Kiste ist, dann können wir das eigentlich sparen, oder? Weil das lohnt sich dann ja gar nicht, der Aufwand. Ja, ich weiß, Troll, ich habe schon mitgekriegt, dass du da bist, dann mache ich dich halt platt. So. Und tschüss. Ja, und der will es auch wissen, ne? Hier, komm. Und noch ein. Bam! Feierabend. Und euren Loot könnt ihr schön behalten. Das müllt mir nur mein Inventar zu. Nein! Gut, okay, wir sind sowieso durchnässt gewesen. So, und wir haben die Küste durch. Ja, dieser Fleck da ist jetzt sehr unsatisfying. Komm, weil ich sowieso nass bin. So. Na komm, 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 komm. Und... So, und jetzt schnell wieder zurück. Gut möglich, dass wir jetzt ein bisschen Leben verlieren. Aber wir haben sowohl Ausdauer als auch Heiltränke. Ach, shit. Ich habe die Heiltränke nicht weggepackt. Jetzt haben wir 8 Stück. Das wiegt sinnlos. So, ich habe mein Leben im Blick. Alles gut. Mies wäre natürlich, wenn jetzt ein Mistvieh kommt. Ein hässlicher. Aber gut. Energieschild. So. Und dann gehen wir mal hier lang. Und so hoch, ne? Dann machen wir hier das Loch weg und dann irgendwie hier so zurück. Aber ich glaube, es wird auch allmählich Abend. Also auch immer mal gen Himmel gucken, wie es denn mit der Sonne aussieht. So, hier sind nur Carnegals. Feel free. Ihr seid nicht mehr interessant für mich. Euer Fleisch. Euer zartes. War das ja nicht... Das war doch sogar mal mit das beste Fleisch überhaupt, oder? Ich glaube ja. Hase Deluxe.
Nebelhase Deluxe ist, glaube ich, das beste und wertvollste Fleisch gewesen. So, das ist ein Soldat, ne? Der hat doch diesen komischen Sabber-Effekt. Jo. So. Klopp mal drauf da. Huch! Hä? Kann er einfach schon aus den Nebeln dreist. Oh, Alter, machen die Schaden. Holy crap! Also unsere Wurzeln hauen mittlerweile echt gut rein, wa? Oh, es wird dunkel. Ein bisschen gehe ich noch. Vielleicht hier sogar irgendwo oben auf dem Felsen das Portal hinbauen. Hier ist es, glaube ich, recht safe. Okay, ich jump mal nochmal hier rüber. So. Und hier hoch. Ist das eine Mine? Nee, ne? Sieht nur so aus. Oh, das ist ja ein schönes Viadukt. Da hinten. Trage ich mal ein. Ach, habe ich schon. Sehr gut. Hat Vergangenheitsrausch schon gemacht. Da sehe ich eine Laterne. Da ist bestimmt eine Base. Da würde ich dann auch als nächstes hingehen. Aber es neigt sich gen Abend. Wir bereiten uns vor. Verschiedenes. Ordel. So. Na komm, irgendwie hin. Zack. Und dann connecte mal und hindurch. So, dann wollte ich mal schauen, was haben wir denn hier in der Kiste alles vorbereitet. Straußenfahren und das Ding. Aber es fehlt noch. Elholz. 19. Unser Sicherungsholz, ne? Damit wir keine unliebsame Überraschung haben. Und natürlich hier. Ne, nicht 9, sondern 8. So. Und dann würde ich auch mal kurz ein wenig Met wegpacken. Die Hälfte hier rein. Und dafür vielleicht noch einen mit. Ich glaube, wenn wir von allen drei haben, passt das. Ne? So. Und dann gehen wir nach oben. Und dann sammle ich hier noch das auf, was in der Kiste ist. Der und der. Den mache ich sogar auf die 5. So. Und dann warten wir, bis die Nachtmusik beginnt. Ich weiß nicht, kam die gerade schon? Nee, ne? Scheiße, das habe ich schon wieder nicht mitbekommen. Oh-oh. Ja, keine Ahnung. Ich spule es einfach mal vor, ne? Da kommt die Nachtmusik auch. Sehr gut. Dann gehe ich jetzt durch und spule das vor. Also würde ich sagen, bis gleich. Okay, da ist einer. Ihr seht ihn, rechts. Er ist gerade von hinten angekommen, hat mein Energieschild weggemacht. Der Abend ist noch jung. Selbst wenn ich jetzt sterbe, hoffe ich, dass er trotzdem da bleibt. Ich werde jetzt... Escape 7, ne? So. Wenn er mich trifft, bin ich sowieso down. Escape. Nee, abhauen. Abhauen. Auf den Stein jumpen. Klarkommen. Energieschild. Aber erst auf dem Stein, oder? Oh, jetzt keinen Fehler machen. Jetzt keinen Fehler machen. Ich habe überlegt, eine Tür anzumachen, aber das frisst uns zu viel Zeit. Ich laufe jetzt einfach rüber. Weil da ist auch direkt das Loch. Hier ist das Loch. Da ist der Stein. Wir haben hier die Harpune. Ich muss jetzt nur noch ihn da reinziehen. Aber erstmal muss ich überleben. Mein Energieschild ist leider gerade down. Das sieht voll episch aus. Wie wir da so in diesem Drang so, mit diesem Effekt, das sieht voll geil aus. Okay. Komm schon, komm schon, komm schon, Raul. Das schaffst du. Lauf, 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 lauf. Hui. So. Dann Energieschild. Dann 8. Und dann den da töten. So. Damit er mich bloß in Ruhe lässt. Los, 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 stirb! Nein! Triff! Triff, 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 triff! Nein! Boah! Energieschild! Wow, das war aber knapp. Scheiße, Alter. Okay, ich bin schon wieder gerade richtig nervös. Wo ist der mit dem... Wo ist der Bogenschütze? Unter mir, ne?
Da ist er, glaube ich, irgendwo. Oder ist er down? Ist er ins Feuer gerannt? Ich glaube, ja. So, Buddy. Energieschild ist an. Ich ziehe ihn rein. Komm. Scheiße, Ausdauer. Ich release ihn nochmal. Nein, bleib hier. Hier bin ich. Ja, komm mit. Scheiße, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht, Buggy. Bitte nicht, Buggy. Oh nee. Oh nee. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich hätte eigentlich Tür anmachen sollen. Ich gehe mal hier hin. So. Hier drauf. Alter, scheiße, mir geht gerade schon wieder so die Düse, ne? Mann, die Valkyrie sollte sich verziehen. Scheiße. Nein. Energieschild. Ich glaube, die Valkyrie hat sich verzogen. Sehr gut. Asquin, komm. Hier bin ich. Er ist festgeglitscht. Hier lang. Komm her! Fünf. Hier lang. Scheiße, er hat mich erwischt. Rein mit dir! Nein, das wird nix. Ich gehe nochmal hier oben auf Sicherheit. So. Scheiße. Okay. Puh, bin ich gerade nervös. Okay, was mache ich jetzt? Wie kriege ich den da rein? Ich will, ne, also, ich glaube, die halbe Nacht ist jetzt rum. Wir haben vielleicht gerade Mitternacht. Also, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wie kriege ich den da rein? Ich lade nochmal Ausdauer auf. Energieschild habe ich. Und ich probiere es nochmal. Komm. Ausdauer, komm schon. Geh auf. Maximal. Oh, oh, wir sind gleich nicht mehr gut ausgeruht. Ich bin so ein Narr. Los, rein mit dir. Ja! Und das Zeug rein. Viel Spaß. Und jetzt schnell hier hoch. In Sicherheit. Oh, sie hat uns gesehen. Das heißt, wir dürfen uns hier nicht zu weit entfernen und müssen jetzt gegen sie kämpfen. Ich... Kämpft sie gegen uns? Ja. Ich darf aber nicht zu weit vom Asquin weg. Nicht zu... Wow, nein. Nicht sterben, Alter. Nicht sterben jetzt. Leggedy leg. So, es wird morgen. Es wird zwar morgen, aber er ist ja noch... Also, er ist ja in meiner Range, oder? Nicht zu weit weg. Energieschild. Wow. Energieschild, komm schon. Nein! Das ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Ja, das war's dann, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, der ist jetzt despawned. Ne? Also gut möglich, dass er was gegessen hat, aber wir haben ja letztes Mal schon festgestellt, dass es völlig egal ist. Es ist jetzt Tag, er ist weg. Tschüss. Da hat sich der ganze Stress ja gelohnt. Vor allem, dass auch direkt die Aufnahme so losgeht, das ist schon wieder... Gut. Aber ich lasse mich davon nicht ärgern. Wir haben es eben gerade probiert. Und dass da ausgerechnet dann diese Valkyrie war, das war schon wieder typisch Ashlands, ne? Also, naja, gut. Aber ich gehe mal rein. Der wird aber natürlich nicht mehr da sein, ne? Da, wir werden jetzt reingehen und feststellen, dass er nicht mehr da ist. Mal gucken. Oh, falsches Portal. Nein, durch da. Also schon klar, es ist gerade Tag geworden, aber es war schon Tag
als ich im Portal war. War also völlig egal. Also wenn ich jetzt auch in das Richtige gegangen wäre, ne, nach dem Motto, dann wäre es ganz knapp noch gewesen. Nee, es ist genau, als die Portalsequenz geendet hat, nicht gewesen. Also selbstverständlich bete ich jetzt, dass er immer noch da ist. Ich gehe aber stark davon aus, dass er nicht da ist. Ne? Also jetzt keine großen Hoffnungen haben. Gut. Aber mal gucken. Also ich werde natürlich trotzdem nachsehen. Und zwar hier. Ja. Der ist da noch! Das begreife ich jetzt null, warum der noch da ist. Ja gut, dann habe ich nichts gesagt. Ich will aber trotzdem dieses fühlen. Also die... Ich will mich ja jetzt hinstellen. Und die wird ja jetzt die ganze Zeit ihre Kreise ziehen. Ich muss sie killen. Oh, gefliegt genau weg. Ich weiß nicht, sie müsste dann ja auch schon verwundet sein. Ne? Komm, ich will sie echt platt machen jetzt nochmal. Weil die hat ja auch schon sehr viel Leben verloren. Ja, ist fast down. So, komm mal hierher. Tschüss. So, mit deinen Federn. Und ich habe keine Ahnung, warum der jetzt nicht despawned ist. Ich bin aber auch ganz ehrlich, das ist mir scheißegal. Ich bin froh, dass er es nicht ist. So, und deswegen stellen wir uns jetzt hier hin und warten schön ab. Da kommen auch schön Herzchen hoch, so will ich das sehen. Ich sollte es zubauen, ne? Ich sollte es zubauen. Damit er nicht stirbt. Ich werde jetzt einfach warten, bis wir den gezähmt haben und spule bis dahin vor. Werde aber natürlich wachsam hier bleiben, falls irgendwie ein Vieh kommt oder keine Ahnung was, ne, dass ich gewappnet bin. Ich werde mich jetzt also hier hinstellen oder setzen sogar. Ich setze mich mal hier drauf. Obwohl, nee. Wenn ein Bogenschütze von unten kommt, dann wäre ich hier zum Beispiel geschützt. Oder hier. Hier setze ich mich hin. So, drücke X. Und dann kann ich vielleicht rauscrollen und so sehen. Ja, da sehe ich auch die Herzchen. Sehr gut. Ja, dann warten. Und ich bleibe wachsam, falls irgendein Feind kommt. Ne? Das glaube ich nicht, dass der da gerade wirklich drin ist. Dass das auch so schnell geht und dass er tatsächlich, obwohl wir gestorben sind, immer noch da ist. Das verstehe ich nicht, aber wie auch immer. Wie auch immer. Ich würde sagen, bis gleich. Wir haben ihn! Wir haben ihn! Energieschild! Und dann gehe ich da mal direkt rein. Hallo! Asquid mit zwei Sternchen! Zahm und fröhlich! Asquid liebt dich! Sehr gut! Ja, hervorragend! Theoretisch sollten wir es jetzt direkt abdecken. Wenn jetzt zum Beispiel so ein Feuerding reinfällt, könnte er sterben. Da sage ich es gerade, ne? Ich glaube, das sollte ich mal machen. Und, aber wir brauchen natürlich auch noch einen zweiten, ne? Aber ich würde, da er jetzt gezähmt ist, wird er jetzt nicht mehr despawnen. Und wenn doch, bin ich ganz ehrlich, wenn er jetzt, warum auch immer despawnt, dann cheat ich mir den neu. Also das zählt ja jetzt wohl. Come on. So, ich hole mal sämtlichen Krempel, den wir brauchen, für eine Steinplatte obendrauf, oder? Dann, weil mit Holz geht das ja kaputt. Also kurz zurück.